Der Hund bellte einen Koffer an. Flughafenbeamte überprüften ihn und waren schockiert, was sie drin fanden. Ein Sicherheitshund und seine Besitzer waren gerade auf einem routinemäßigen Kontrollgang am Flughafen unterwegs, als ihnen etwas Verdächtiges auffiel. Der Hund blieb an einer großen, unbeaufsichtigten Kiste stehen und fing an zu bellen. Während der Hund ununterbrochen bellte und kläffte, war es, als ob er versuchte, ihnen etwas zu sagen. Sie stellten sicher, dass niemand in die Nähe kam, denn es könnte eine Bombe sein. Flughäfen waren Hauptziele für Terroristen, die Menschen verletzen wollten. So schockiert viele auch waren, etwas sagte ihnen, dass da kein Sprengstoff drin war. Der Hund verhielt sich viel zu seltsam dafür. Sein ständiges, lautes Bellen verriet vielen, dass sich etwas in dem übergroßen Koffer befand, das sie sehen mussten. Sie nahmen den Koffer mit und öffneten ihn langsam. Dann machten die Flughafenmitarbeiter große Augen und waren schockiert von dem, was sie sahen. Sie riefen sofort das Tierheim an. Was im Koffer war, erfährst du, wenn du auf den Link in den Kommentaren klickst.